Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Stefanie. Hallo, liebe Zuhörer, dass ihr wieder bei uns seid. Hallo Wir Anja, liebes hallo. Publikum. Wir widmen uns heute einem besonders schönen Thema, nämlich dem Thema Selbstliebe. Liebe Stefanie, Thema Selbstliebe. Spannendes Thema und ich glaube, gerade in der, naja, ich nenne es mal esoterischen Szene, sehr viel verwendet in jeglicher Hinsicht. Ja, aber wir können es überall brauchen, nicht nur da. Genau, ja eben. Und was ist es eben tatsächlich? Das wollte ich eben jetzt, was ist es tatsächlich? Genau. Und das ist ja eben nicht, hat ja nicht bloß was mit anderen Sphären oder irgendwas zu tun, sondern ist ja sehr mit dem Menschsein und da auf Erden sein verknüpft, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall ein sehr irdisches Thema, was uns alle betrifft, glaube ich mal. Und zwar in allen Alters- und Lebensbereichen. Das ist irgendwie auffällig, finde ich, gerade in der Zeit. Und es ist vielleicht ein schönes Thema jetzt auch, wenn der Frühling so losgeht und man ja auch die ganze Natur und das Licht wiederentdeckt. Dann darf man vielleicht auch so das Licht in sich selbst ein bisschen wiederentdecken. Und von daher finde ich das schön, dass wir das jetzt so aufgreifen als Grundthema auch, ja. Ja, ich merke Wie auch, ist das, ja? so eine Aufbruchsstimmung ist es ja im Moment dann, Ja. ne? So, ich finde es also richtig, man hat Lust, jetzt wieder mehr zu machen und da. Tut gut, ne? Ja. Ja, ja, Ja. ja. Wie ist das bei dir mit so der Selbstliebe? Wie hast du das für dich, das Thema, entdeckt oder wie greifst du es auf? Ist ja ganz wichtig, wie man selber damit umgeht, auch, glaube ich. Ja, also so im Nachhinein betrachtet ist es ja tatsächlich ein Prozess, weil ich glaube, meiner Selbstliebe gegenüber oder mir gegenüber, mich wirklich so selbst anzunehmen und zu lieben, dem war ich mir tatsächlich, glaube ich, lange Zeit gar nicht bewusst. Also es war halt so, wie es war, ne? Und ich habe viel agiert und viel gemacht. Erst wie ich mich tatsächlich mehr dann mit mir beschäftigt habe, also wie dann so mein Weg begonnen hat, schon auch mit den Kräutern. Also wie ich mich ja ernster genommen habe, dass ich gemerkt habe, Mensch, mich interessiert das und ich mache jetzt da diese Ausbildung mal noch und dann eben ja in die Heilenergetik da eingestiegen bin und da ganz viel mich für mich entdecken habe können. Und ich glaube, das ist so ein Weg, den man geht und ja, oder den ich gegangen bin und das ist tatsächlich ein Prozess. Also ich glaube, dass das keinesfalls selbstverständlich ist. Es fängt ja schon damit an, dass man sich oder ich mich, also wenn ich das jetzt auch wieder auf mich reflektiere, kenne ich das, dass ich mich für viele Aspekte meines Selbst abgelehnt habe, zum Beispiel. Ja, dass ich mich selber verurteilt habe für manche Wesenszüge, wenn ich vielleicht mal wütend war oder vielleicht einen Auftrag nicht so ausführen konnte, dass der Kunde so zufrieden war, wenn mein Blumengeschäft da gehabt habe, da habe ich mich ja dann schon auch selber verurteilt oft oder so. Ich glaube, das hat tatsächlich auch was mit Selbstliebe zu tun, das dann einfach, naja, einfach ist es gar nicht, aber so annehmen zu können. Und heute würde ich sagen, dass ich immer mehr schaue, meine Bedürfnisse, meine Gefühle und mich selber und mein Umfeld ernst zu nehmen. Ja, da tauchen eben so eine ganze Menge Begriffe auf, ne? So Ja. authentisch sein und alles, was so dazugehört, ne? Ich Ja. denke immer so, als nettes Bild könnte man sich vielleicht vorstellen, dass man so nach und nach die kleinen Teufelchen, die man so auf der Schulter sitzen hat, wie Zweifel und Kritiksucht und Kontrolle und Sicherheit, die sind ja irgendwie immer alles, wenn man sich das so personifiziert vorstellt, so kleine Wesen, die einem auf der Schulter was ins Ohr flüstern und einen schlecht machen, dass man die so nach und nach loslässt, ne? Und Ja. da frei von wird und wirklich seine Schultern hochnehmen darf und gerade sein darf und in seine Kraft kommt, ne? Also Ja. so, ich finde, Selbstliebe ist einfach ein ganz, ganz, ganz zentrales Thema und geht immer noch über das hinweg, was wir sonst kennen an, ja, ich komme schon klar, ne? Also es geht einfach mal noch ein paar Stufen tiefer Ja. und von daher ist es vielleicht auch, wie du gesagt hast, das auch ein Prozess, ne? Also das ist nichts, was man mal eben den Hebel umstellt und schnips, man hat's, sondern ich glaube, das ist ja auch ein lebenslanges Aufarbeiten oder ein Aufarbeiten des Lebens, ne? Ja. Wo man dann da irgendwann landet, ne? Ja. Ja. Ja.
Ich finde es jetzt gerade heute auch so spannend, dass wir heute ja dieses Thema haben. Ich habe jetzt heute Morgen mit meinem Partner dieses Gespräch gehabt oder das mal so angerissen, wie denn, wenn doch Babys auf die Welt kommen und die sind ja eigentlich noch so unbedarft. Also, es war jetzt schon in der Schwangerschaft einfach so viel, ne? Oder haben da schon einige Erfahrungen gesammelt und haben es, macht wahrscheinlich auch jeder schon, aber da ist man ja noch so mit sich, ne? Und dann geht ja die Reise so los irgendwie. Oder wie würdest du das sehen? Ist man da schon noch so bei sich oder so in diesem Ich weiß nicht, ob man das mit dem Geborgensein? Begriff Selbstliebe so bezeichnen kann, ne? Weil das ist, man ist da ja noch nicht so in seinem persönlichen Bewusstsein angekommen, ne? Ja, Wo genau. man ist da ja eher in so einem Zustand des Verbundenseins, ne? Oder wo Ja. man natürlich noch nicht kritisiert und auch noch nicht, ja, und sich auch noch selber irgendwie ganz, glaube ich mal, wohlfühlt hier, ne? Ja. Klar, geht dann die Prägung erst los, wo dann so Ja. diese Kritik von außen kommt, ne? Ja, genau. Und da ist ja dann auch diese Herausforderung, ja, dass man dieses innere Wesen oder seine eigene Seele hat und ja, die Mitmenschen, wie auch immer die heißen, Familie, Geschwister, Großeltern, dass die einen natürlich nicht so wahrnehmen, wie man selber gern gesehen werden möchte, ne? Ja. Also im Grunde sind wir ja perfekt, wenn wir kommen. Wir haben Genau. ja nichts Schlimmes, ja. Bloß wir werden ja dann zum ja, erst dahin erzogen oder dahin ausgerichtet, dass wir uns selbstständig in Frage stellen, ja, und uns Ja. gar nicht mehr so gut fühlen. Also von daher sehe ich das ja auch immer wie so eine Wellenbewegung, dass man, wie du sagst, als Baby da vielleicht noch ziemlich fit kommt, das noch nicht als Selbstliebe bezeichnen würde, sondern als Selbstzufriedenheit vielleicht erstmal. Ja. Und dann durch einfach diese Erziehungsmechanismen läuft, durch die Schulzeit läuft und man hinterher rauskommt und sich selbst schon ziemlich in Frage stellt und nicht mehr viel übrig ist, weil man an Dingen gemessen wird, die gar nichts mit der eigenen Seele zu tun haben, sondern eher das äußere Verhalten ja betreffen. Ja? Also man ist nicht mehr gut, man kann die Leistung nicht bringen, man erfüllt nicht das Bravsein, man erfüllt nicht das Angepasstsein und man wird ja nach äußeren Dingen eigentlich eingeschätzt. Und das tut Ja. weh. Ja? Ja. Also ich glaube, jeder fühlt so in sich verkümmert, dass da irgendwas ist, was leben möchte, aber man ist halt weit davon gelandet irgendwann mal, dass man das Ja. gar nicht mehr ernst nimmt, sich selbst auch nicht mehr ernst nimmt, ne? Ja. Genau. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt dabei, ne? Ja. Und da Ja. sind wir halt unterschiedlich, ne? Wie war das bei dir mit der Erziehung? Also ich kann mich da durchaus gut dran erinnern an viele, also ich erinnere mich ja oft an so einzelne Ereignisse, wo ich denke, ja, da ist so ein Stück weggebrochen oder da ist die Schicht dicker geworden zum eigenen Selbst oder da hat man sich noch ein Stück mehr verloren, ne? Also ich kann mich ja immer an so einzelne Sachen, Ereignisse erinnern. Und wie war das bei dir oder wie ist das so bei dir? Ja, kenne ich schon gut. Also habe ich tatsächlich Okay. ja so einige, das ist wirklich so, manche Momente in meiner Kindheit sind so ganz präsent und ich würde auch sagen, da ist wahrscheinlich ja immer was gewesen oder mit Sicherheit, wo dann prägend waren in irgendeiner Art und Weise. Ne? Ja, also eben, wenn mit den Geschwistern was passiert ist und ich als Älteste dann zur Mama gelaufen bin und Hilfe geholt habe und dann erst einmal natürlich so die erste Ohnmacht von der Mama gespürt habe und das war ja nicht einmal, also im Nachhinein weiß ich, das war ja nie gegen mich gerichtet, sondern das war ja erst einmal ihr erste, Schreck. na, die Wut, was vielleicht jetzt so wieder passiert ist oder auch der Schock, wenn da, es war einmal, dass so ein Pfeil und Bogen haben wir gespielt und mein Bruder hat es dann meiner Schwester ins Auge geschossen. Das war dann schon, also es waren halt wirklich teilweise so, Heftige Sachen. da kriegt man als Mama dann wirklich erst einmal so Herzstillstand kurzzeitig, ne? Wenn ich dann bloß noch so und ich als älteste Schwester reingerannt komme, schnell, die Julia blutet aus dem Auge und der Daniel hat ja mit dem Pfeil wohin geschossen und ne, das ist ja erst einmal so. Und Stress pur. dann kommt die erste die Reaktion und die habe ich dann also auf mich projiziert. Und das waren schon so Sachen, die ich dann für mich, glaube ich, da so, wo ich mich klein gefühlt habe, weil ich vielleicht mehr, weil ich denke, bin jetzt verantwortlich dafür, weil ich vielleicht Verantwortung übernehmen hätte müssen als älteste Schwester oder so. Ne? Also da kommen schon so Sachen dann irgendwie, die und dann, oder Ich der habe das immer mich, irgendwie so auch mit dem Wunsch, ne? Also ich ja. weiß immer, ich habe mir so was gewünscht. Ich war ja die Jüngste, ne? Und hatte irgendwie einen Wunsch, gerade zu Weihnachten oder zum Geburtstag. Und wenn mir der nicht erfüllt wurde dann, oder so messerscharf daran vorbei erfüllt wurde, das ist häufiger passiert, danach habe ich mich immer so sehr allein und nicht gesehen gefühlt, ne?
und habe gesagt, habt mir so, das weiß ich so als Kind wirklich noch, gedacht, mich versteht überhaupt keiner, ne? Oder mich sieht überhaupt keiner. Oder also das Gefühl fand ich da so ganz stark und ich glaube, das wird dann einfach im Laufe des Lebens immer stärker, ne? Dass man sich so nicht gesehen fühlt und auch nicht ernst genug, auch noch nicht verstanden fühlt, ne? Und ich glaube, da können Eltern sogar, das kenne ich ja jetzt von meinen eigenen Kindern auch ganz gut, da können die Eltern machen, was sie wollen. Ich glaube einfach, dass das auch so ein Seelenprogramm ist, was dann da passiert. Ja? Also, dass das zur Entwicklung wirklich auch ein wichtiger Aspekt ist oder ein wichtiger Schritt ist, erstmal diesen Schmerz auch zu fühlen in sich. Ne? Also, was will ich denn hier eigentlich als Seele und was ist denn mein Weg? Und diese ganzen Sachen, die ich da erfahre, keiner bös meint oder aus sich heraus aktiv meistens bös meint, ne? Sondern dass das einfach Erfahrungen sind, die man macht und aus denen man sich dann hinterher auch wieder befreien darf oder entwickeln darf, ne? Ja. Und ich habe ja auch festgestellt bei mir, so im Nachhinein gesehen, da, also an, wie soll ich das jetzt sagen, also an diesen oder an den größten Schmerzpunkten, die ich erfahren habe, ist eigentlich, liegt mein größtes Potenzial oder halt die größte, ja, natürlich auch die größte Heilung, ist ja klar, wenn da meisten Verletztheit da ist. Und ich glaube, wenn man halt da irgendwie so nach und nach, Schicht für Schicht immer wieder mal hinschauen kann und da immer wieder mal was lösen kann und wieder was in die Heilung bringen kann, dann ist, kommt man immer so Stück für Stück mehr bei sich selber an. Ne? Also das fand ich, oder finde ich, ist, da bin ich immer noch drin oder wahrscheinlich wird man nie zu Ende sein. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwann Wollte endet. gerade sagen, meinst du, das Endet es hat mal ein irgendwann? Ende? Ich weiß nicht. Das ist auch eine spannende Frage, weil ich mich ja gerade, also wir sind ja gerade in so einer tollen Zeit, wo sich die Energien ja so erhöhen. Also ist es tatsächlich noch so, dass man bis an unser Lebensende, ja, aber das ist die menschliche Inkarnation, ne, dass wir da uns aus solchen Themen befreien oder unsere Erfahrungen machen? Oder steigen wir irgendwann generell als Menschheit da in ein anderes Bewusstsein auf oder in ein Ich hoffe halt, freieres? ne? Bitte? Das wäre ja schon irgendwie nett, wenn wir da insgesamt uns weiterentwickeln, ne? Nicht, dass so ein paar Vorkämpfer da immer vorausgehen und alle anderen mitziehen müssen, sondern es wäre schon nett, wenn das so kollektiver Wenn passiert. Aber ich mehr. glaube einfach, das war ein langes Menschheitsthema auch, ne? Also diese Inkarnationen und auch für mich ja immer so bestimmte Epochen, in denen wir was als Seelen auf großer Ebene durchgearbeitet haben und jetzt im Moment eben Macht und Ohnmacht, ne? Also wir stecken immer noch in Macht und Ohnmacht fest, also diese zu erkennen, dass wir alle gleich sind oder dass wir alle auch verbunden sind. Das ist ja gerade so der Prozess, in dem wir sind, ne? Und ich glaube halt, diese Selbstliebe zu erreichen, das hört sich immer so sehr pathetisch an. Und ich biete da ja jetzt ja auch ein Seminar zu an, also so 4 Abende oder 4 Tage, an denen wir uns diesem Thema intensiver widmen werden. Aber das ist natürlich auch so ein Punkt, wie du gerade gesagt hast. Ist man dann irgendwann fertig oder wie sieht das aus oder geht das ewig weiter oder ich kann einfach nur so sagen, man erreicht einfach immer wieder mal ein Plateau oder eine Phase, wo man so sagen kann, nee, ist gut, ja, also ich merke einfach, die Entwicklung geht weiter und für mich, ich hatte es ja eben schon gesagt, es geht mit vielen Begriffen so einher, auch eben für mich ganz, ganz, ganz stark mit dem authentisch sein, ne? Also je stärker ich mich als Seele authentisch lebe, fühle, wahrnehme, umso weniger passe ich mich natürlich an, umso besser kann ich Grenzen setzen nach außen, umso fitter bin ich in meiner Kraft und lass mir auch nicht reinquatschen. Also das geht so einher, ja. Und ich würde aber niemals sagen, dass man irgendwann am Ende ist, sondern ich glaube, das ist wirklich so ein lebenslanger Prozess einfach, ne? Ich glaube, gefühlt wird irgendwann das Drama weniger, oder? Auf jeden Fall, Drama ist Also, nicht mehr. nee, also Drama ist nicht mehr, ja. ich finde schon, also wenn ich jetzt so zurückblicke, also es waren ja schon dann oft mal, wenn ich in so Themen, das war ja echt Weltzusammenbruch oder so, ne, bis ich da irgendwann mal so, und jetzt merke ich, ah, okay, zeigt sich nochmal was und ich kenne es auch, dass man Tag dabei ist, dass ich echt einmal sage, boah, ich brauche eigentlich bloß mein Bett oder mein Couch oder bloß raus in die Natur. Aber irgendwie kann ich meine Energie anders hochhalten und bin anders bei mir und weiß, okay, das ist jetzt wieder Thema, ich darf da hinschauen und es ist halt auch gerade okay, weil es jetzt gerade so ist, ne? Und Ja, und da kann wird dann ja auch so da. ganz schön dran deutlich, dass man diese Dramen auch selber macht, ne? Also man kann natürlich, das hängt immer von dem Energie
Level ab, was man da reinsteckt, ne? Also ich kann natürlich ein Thema, wie du gerade beschreibst, das wird das große Drama, in dem ich sehr viel Energie und sehr viel negative Ego-Strukturen da reingebe, ja, und dann wird es immer schlimmer und ich kann mich dran festbeißen und ich kann auch dran festhalten und ich kann projizieren oder ich kann eben, wenn du auf so einem neuen, wie ich gesagt habe, so Plateau bist, ja, das sind vielleicht immer so Ebenen, wo man ein bisschen wieder höher kommt, da kann ich auf einmal erkennen, dass ich die Dramen selber festhalte und mache, ja, und dann habe ich schon die Energie auf einem anderen Level, ja, und dann steige ich da gar nicht mehr so ein. Und so geht das eben weiter, ja, bis du gar keine Dramen mehr überhaupt als das Wort gar nicht mehr im Wortschatz vorkommt, sozusagen. Ja, genau. Und Ja, das genau. geht schon ganz gut, denke ich. Also ich glaube, Ja. dass da braucht es nicht, ne? Also gelingt mir ja immer Und besser, doch. Ja. ja. Das ist auf jeden Fall so ein Ziel, ja. Würdest du da, hätten wir, fallen uns da Übungen ein, wie man da, weil das, ich glaube, also wenn ich das also bei den Menschen, die ich begleiten darf, immer wieder mal sehe, das sind ja schon eben dann schon immer mal wieder heftige Dramen, die sich da zeigen. Was könnte man da an Übungen mitgeben? Ich glaube, du hast ja jetzt so gerade so einen Workshop mit deinen Frauen. Vielleicht magst du das mal weitergeben und vielleicht auch sogar, wie man das sogar auf der körperlichen Ebene mit einem Tee oder mit Mit den irgendwelchen Pflanzen, Heilpflanzen unterstützen könnte oder so. Ich glaube, da hast du ja jetzt so einen ganz guten Input, vielleicht. genau. Also aktuell bin ich ja, bin ich mit Frauen unterwegs in einem Frauenkreis, also kraftvoll Frau, sondern eben aus der Kraft der Frau heraus tatsächlich. Also das ist ja also andere jetzt als diese männliche, die wir so kennen. Und da mache ich mit den Frauen Übungen oder das sind tägliche Übungen und dass wir einfach uns täglich drei Aspekte aufschreiben, für was wir uns lieben, für was wir uns wertschätzen, für was wir uns ehren oder für was, auf was wir stolz sind, ja, oder für was wir auch dankbar sind. Das ist ja auch ganz wichtig. Und ich finde, also das ist zu Anfang oder für viele, habe ich festgestellt, gar nicht so einfach. Es war auch für mich zu Beginn gar nicht so leicht, das immer so zu machen. Und, aber ich finde, es bringt eben so einen ganz anderen Blick auf sich selbst. Ne? Das ist so eben Ja, mehr eine neue Perspektive, die ne? positiven Aspekte, also meine positiven Aspekte einmal zu sehen und mich auch zu trauen, die zu zeigen und auch das auszusprechen, weil das ja oft so, ach, ich darf, ja, das darf ich gar nicht so, also immer so, also bescheiden sein oder, also man muss jetzt da nicht protzen damit, aber einfach, ich finde schon, dass das so mein innerstes Selbst, das ist meine Schatzkiste. Genau, das ist meine Schatzkiste. Ich bin ein liebevolles Wesen und immer mit dieser Dankbarkeit und so. Das finde ich ganz wertvoll. Wenn man das mal so zeitlang macht, ist das so eine ganz eine tolle Übung, finde ich. Von den Pflanzen her, also zum einen finde ich es mega, wenn man sich das entweder visuell vorstellt oder das tatsächlich macht, sich ins Moos zu legen. Weil ich finde, so Moos hat so getragen sein, behütet sein und da darf ich einfach so Ein in toller mir Duft. ruhend und der Duft, ne, also so, ich finde so, das ist so dieses gehalten sein und das, dass ich das Gefühl so in mir mehr Kunst, also ja, aufsaug oder aufnimmt. Das mache ich tatsächlich ja öfters mit meinen Frauen, dann auch die bei mir in der Kräuterkunde sind oder jetzt auch im Frauenkreis, das ist ja Teil live und Teil online. Und wenn dann das Wetter passt und wenn das ist, dann gehen wir da wirklich einmal im Wald und setzen uns hin und fühlen das einfach mal so, dieses Getragensein. Und speziell das Moos, ich finde, das Moos hat wirklich so was, es ist gerade gut, alles ist gut, so wie es ist und du brauchst nicht mehr und nicht weniger sein, sondern einfach so, genau so ist es Sein. richtig. Und Ja, ja, also das mag ich selber, also da sink ich so richtig ein, das mache ich oft so, schließe die Ja. Augen und stelle mir vor, ich gehe wirklich im Wald und lege mich da rein. Und tatsächlich von den Pflanzen her finde ich die Rose da super toll. Also da vielleicht ein Tee, wenn man selber Teemischung hat oder sich Rosenblüten in den Tee mit reinnimmt oder zum Kochen, da gibt es ja so essbare getrocknete Rosenblütenblätter oder wenn man Wildrosen sammelt oder so. Also überhaupt mit der Rose da in Kontakt, gell? Ich finde, das ist so ganz, der hat so ganz herzöffnende Energie und ist da so unterstützend ganz toll. Und ich liebe die Melisse. Also ich finde auch die Melisse, die ist so ausgleichend und ne, die ist so wie dieses, wie diese, also ich habe so das Gefühl, wie diese liegende Acht, ne, dieses
Und entweder, also das ist auch so ein Gefühl, so einfach du bist, genauso wie du bist, richtig, der gleicht so aus. Es braucht ihm keine Spitzen mehr, ne, und keine Täler so extrem, sondern es ist einfach gerade so okay, was sich gerade so zeigt. Und die, finde ich, unterstützt da unheimlich auch. Ja, das sind doch schon mal schöne Tipps. Dann kann man sich schön die Ja. Tees dazu selber machen oder jetzt im Frühling das Genau. Moos genießen. Das ist Genau. natürlich ein schönes Bild dazu. Ja, Ja. sehr Und schön. auch die beiden Pflanzen tatsächlich. Also ich finde ja, Rose und Melisse passt auch gut zusammen. Man könnte jetzt auch die zwei Pflanzen einfach mischen, hat man schon eine schöne Teemischung. Und je nach eigenem Gefühl könnte man jetzt ja auch noch eine dritte, vierte Pflanze dazugeben. Das ist ja dann auch wirklich individuell, wie jeder unterwegs ist oder was sich gerade für Themen zeigen. Wenn man ein bisschen mehr Grenzen setzen möchte, kann man noch Brennnessel dazu packen. Und wenn man ein bisschen mehr Leichtigkeit haben will, dann kann man die Birke mit reingeben. So ist es dann, Ja, ja, super. kann man das individuell machen. Ja, und so, was du so zu Anfang gesagt hast, ja auch bei deinen Übungen mit den Frauen, ach so, mein Seminar finde ich übrigens witzig dazu, hatte ich nämlich als Thema oder als Titel hatte ich so die Schatzkiste der Selbstliebe 24/7, ne? Also, Echt? dass man so wirklich, ja. Sehr cool. Hatte ich jetzt unabhängig von dir irgendwie mir zusammengebastelt. Ich mag dieses 24/7, dass man nicht immer so Ausnahmezeiten hat, wann man das macht, sondern tatsächlich das rund um die Uhr hat oder dahin kommt, das rund um die Uhr auch wahrzunehmen und zu spüren, ne? Aber ich glaube, was du sagst, ist natürlich komplett wichtig und richtig dabei. Wir sind es einfach überhaupt gar nicht gewohnt, ja. Also was die Erziehung ja ausmacht, wo ich eben so ein bisschen drauf eingegangen bin, oder was die Anpassung ans Soziale ja ausgemacht hat, für jeden von uns heißt, nimm dich selber nicht so wichtig, ja. Und dieses wird schnell falsch verstanden als übertriebener Egoismus oder Egozentrik oder Narzissmus, ja. Also das sind ja heute auch alles Begriffe, die so rumschwurbeln. Und ich denke mal, was ja grundlegend hinter all dem steht, ist ja immer das Thema Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja? Das heißt, wir vergessen immer diese Selbstliebe, weil wenn wir die gar nicht kennen, können wir uns auch gar nicht nach außen verströmen oder können wir auch gar nicht in die Liebe zu anderen und zu Menschen und zu Tieren gehen. Ja? Und von daher ist für mich dieses soziale System, was wir gerade immer noch leben, ja auch in Familien oder in unserer Kultur, ist einfach rundherum ein Mangelsystem. Ja? Also wir sind ja nirgendwo in der Fülle der Eigenliebe oder der Selbstliebe, sondern wir sind ja immer in dem Mangel und suchen das im Außen, was uns da so fehlt. Ja? Und das ist ja der kommt für mich jetzt vom Energetischen her betrachtet natürlich, der komplett falsch rumme Weg. Ne? Also das heißt, ich suche im Außen was, was ich innerlich überhaupt noch gar nicht für mich wahrnehme, und entsprechend fällt dieses, wenn ich dann von außen was bekomme, auch alles in ein tiefes Loch in meinem Herzen, weil das füllt mich gar nicht. Ja, also man muss dann süchtig werden danach, weil man es immer wieder fühlen möchte, aber man füllt sich nicht innerlich. Das Herz wird nicht voll, ne? Und deswegen ist diesen Weg zu wenden und zu sagen, nee, 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 ich muss mich mal erst um mich kümmern, ich muss mal bei mir ankommen, meine Selbstliebe wahrnehmen. Und zwar in einem gesunden Maße, einfach sehr lebendig und sehr, sehr kreativ auch. Und dann, erstmal werde ich dann sehr frei. Also ich brauche dann nichts mehr. Das heißt, dieser Begriff brauchen fällt dann weg, weil brauchen tue ich dann nämlich nichts mehr. Sowohl materiell nicht, als auch andere Menschen nicht. Und da entsteht ein ganz neues Gefühl für Fülle auch durch, ne? Und das finde ich einfach einen ganz wichtigen Wendepunkt, an dem wir jetzt vielleicht uns da mal hinwenden dürfen und nochmal neu auf diese ganze Thematik auch schauen, ja. Also wertungsfrei werden und sagen, nee, wenn ich nicht im Mittelpunkt stehe, dann funktioniert das nicht. Dann funktioniert die ganze Welt nicht. Und das ist, glaube ich, wenn man das ja mal so anschaut, glaube ich, auch für jeden verständlich, oder? Hoffe ich doch. Nur spannend, ja. Und weil du jetzt so mit diesem Mittelpunkt erwähnt hast, kann ich jetzt, also da habe ich für mich persönlich jetzt auch so eine wertvolle Erfahrung gemacht. Ich war ja teilweise so in meinem Aktionismus und habe einmal gedacht, ich will ganz viel machen und ich muss das auch irgendwie machen. Ja. Und ich habe für mich jetzt so erfahren dürfen, war ja durch letztes Jahr Malen und Aufstellen bei dir und der Aufstellung dazu, sehr maßgeblich, würde ich mal sagen. So dieses, nee, so allein mein Sein und wenn ich meinen Weg gehe, ist ja eigentlich schon genug. Ja, also so alles, was ich dann noch und was ich vor allem, was der Knackpunkt ist, auf was ich Lust habe und wenn sich das gerade gut anfühlt, dann mache ich es und nicht aus dem, oh, ich müsste jetzt aber noch das Seminar anbieten, weil oder das machen oder ich muss jetzt unbedingt,
auf Instagram jede Woche so und so viel Posts raussetzen, damit ich erfolgreich bin oder so. Ja. Solche Sachen habe ich echt komplett über Bord geworfen. Wenn sich das gerade Ja, gut ja. anfühlt für mich, dann mache ich das. Und wenn ich da Lust drauf habe, dann mache ich das. Und dann ist die Energie, also das ist so Eine ganz andere, ne? frei und so wohltuend. Und dann fließt das ja auch so. Und das fließt so zu mir. Und ich kann da so im, das ist so toll. Und dann schreibt man echt so Seminar raus. Und wenn es gut ist, dann ist das auch sofort gebucht. Und naja, vielleicht ist manchmal halt auch nicht die richtige Zeit, dann halt nicht. Und dann ist das auch okay. Ne? Und das ist aber so. Also das fühlt sich richtig gut an, der Druck Schwingt ist einfach weg. frei dann, Ja, ne? Mhm. genau, Ja. der Druck ist Ja, weg. und so kann es nur gehen in Zukunft, ne? Ja. Also das ist so der Punkt, wo ich mir 100% sicher bin einfach, dass die Dinge nicht mehr passieren, weil die äußeren Zwänge da sind, sondern tatsächlich diese innere Kraft mehr leben muss, ne? Ja. Und das geht nur über diese Selbstliebe oder diese Selbstannahme erstmal auch und dann die Selbstliebe, ne? Also Ja. so ein ganz großes Selbstverständnis auch für sich zu bekommen. Und da, ja, ich glaube, das ist so eine ganz wichtige und zentrale Thematik jetzt in der Menschheit gerade. Ja. Ja, enorm. Also ich bekomme es, ich habe einige Frauen, die in der Pflege arbeiten, die bei mir jetzt an den Seminaren sind. Und da finde ich die Entwicklung jetzt gerade auch so. Also ich finde sie wirklich schön, weil viele dabei sind, die sagen, also die spitzt sich da ja gerade extrem zu. Und ich merke, dass sie sich wichtiger nehmen. Die sagen, nee. Ich schaffe das nicht mehr und ich mag das auch nicht mehr schaffen und ich werde meine Stunden reduzieren. Oder es fühlt sich für mich nicht mehr gut an, ich wechsle den Job, ich gehe da raus und mache was anderes. Ich habe sogar schon Angebot zum Beispiel oder so. Also da merke ich, Verändert passiert sich schon, was, ne? ändert sich was, ja. 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 Ja, man kommt da auch nicht mehr ohne aus. Ich denke, da gehört ja auch zu, dass man deutlich auch in der Zeit jetzt lernt, Grenzen zu setzen, ne? Also, dass man wirklich sich traut, auch Grenzen zu setzen. Das geht wieder so damit einher, was ich eben gesagt habe. Man durfte das nicht, ja? Also, man Ja. durfte früher nicht, sich selbst so wichtig nehmen und die anderen abgrenzen und mal Nein sagen, ja? Ja. Sondern da kommen ja diese ganzen Helfersyndrome und alles gut zur Geltung Ja. in dem gesellschaftlichen Konzept, was wir bisher so gelebt haben. Ja, Ja. dass man sich verausgabt, dass man zu wenig Geld bekommt, dass man den Energiefluss Genau. nicht rückbekommt, ne? Und all das spiegelt sich ja da drin, wenig Selbstliebe zu haben, ja, Ja. weil wenn ich so wirklich in meiner Kraft bin, passiert mir das nicht mehr. Dann setze ich Grenzen, ja, sondern dann sage ich einfach, nee, Leute, mache ich nicht mehr mit das Spiel, ja. Also ich bin mir am wichtigsten, meine Lebenskraft, und ich sehe, dass ich hier einen Sinn erfülle auch, ja, der Ja. gehört ja auch da noch dazu. Ja. Und da ändert sich da eine ganze Menge, glaube ich, ne? Ja. 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 Ja, schön. Da haben wir Aber dann doch wäre das doch gleich. schön, auch wenn du deine Pflanzen nochmal aufschreibst Ja. vielleicht, dass man das so sich gerne rausziehen darf und sich selbst einen Tee ansetzt Genau. und sich unterstützen kann. Und vielleicht, weiß ich jetzt nicht, hast du deine Übungen oder deine Übungen, die du eben gesagt hast, schriftlich? Oder vielleicht kannst du die Stichworte ja aufschreiben, Ja. wo so der Hörer einfach mal reinschauen kann und sagen kann, ah Genau. ja, kann ich mich mal mit beschäftigen. Ja. Genau. Das können wir einfach Kannst du mal aufschreiben, ganz, ja. ja, einfach unten Unkompliziert, genau. in den Genau. Text mit reingeben, ne, den wir immer bei der Beschreibung Und haben wer für Lust die. hat, jetzt nach dieser Podcast-Folge oder so, findet ihr das Seminar, was ich da anbiete, eben auch auf meiner Webseite. Und ja, freue ich mich, wenn da viele Menschen teilnehmen, dabei sind. Und vielleicht schaffen wir da auch ein schönes gemeinsames Abschlussfest vor Ort, dass man sich mal wieder trifft und auch in den Arm nehmen kann und Ja, berühren kann und nah sein kann. Das fände ich einfach sehr, sehr schön, das wäre, wenn wir das fände ich auch hinkriegen. toll. Ja, Ja. genau. Schön, Ja, dann schön. haben wir ja auch schon ein nächstes Thema, glaube ich. Dieses Genau. Grenzen setzen Genau. ist doch, Dann geht's weiter. ja, geht es weiter und ist, glaube ich, ganz wichtig jetzt gerade in der Zeit, in Ja. der wir sind. Und ja, dann werden wir doch die nächste Folge uns mal mit unseren Grenzen auseinandersetzen, würde ich sagen. Wunderbar, freue ich Gut, mich drauf. ich Dann danke alles dir. Liebe, danke fürs Zuhören, danke Anja, bis bald. Bis bald. Tschüss.